Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Onkel Marsch. Wir machen jetzt eine Nullaufgabe für Feld Nummer 19. Wir düngen das mal gleich. Mit der Absicht, das Spiel auch zu kaufen. Vielleicht kommt noch Feld Nummer 16, dann kaufen wir eher das. Aber mal sehen. Das dürfte reichen. Machen wir gleich rüber, das muss halt gegenüber sein gleich. Jetzt habe ich die Lenkung mal wieder aktiviert, das ist ein bisschen besser. Und Eye-Tracker habe ich auch konfiguriert. So, da sind wir. So 19 sein, ne? 19. So, mal gucken mal gleich. Haben wir noch nicht. Kurz mal kurz generieren Kurs und dann geht los. Was haben wir noch zu düngen? Düngen wir nochmal Feld Nummer 8. Nehmen wir gleich an. Dazu haben wir unseren kleinen Düngersteuer, den machen wir gleich voll. Das geht aktuell ganz hinten an der Ecke. Fahren wir jetzt im Hof. Dann haben wir die Innensicht. Können wir hinten schon mal aufklappen. Oh, die Vögel sind weg, das ist gut. Ich bin ja gespannt, wann das wächst. Wir müssen die Lenkung ein bisschen näher noch ein bisschen. In der Mitte einstellen. Das geht dann ganz einfach. Scharf nach links und rechts lenken. So, dann sind wir da. Reparatur ist nicht notwendig. Hier vor Ort und gleich wieder nach rechts. Jetzt dürfte es zentral gelegen werden. Jetzt fahren wir Feld Nummer 8. Das ist hier irgendwo. 4, 5, 6. Hinterm Deich links. Da ist Innensicht. Steinwerk. Brauchen wir bald nachher. Ja gut, drei Felder sind ja schon mal aufgekeimt. Sind schon gewachsen. Unser schnellster Faktor, den wir haben. Aber für Düngen reicht er allemal aus. Jetzt haben wir Sommermitte und noch nicht gekeimt. Das ist auch ganz komisch. Aber wie gesagt, das erste Jahr ist mal ein bisschen blöd, weil beginnt ja im Frühling und wenn wir jetzt sehen, wird das Getreide ja meistens schon im Herbst ausgesät und dann kann es entsprechend schon im Frühjahr gewachsen sein oder ist dann schon gewachsen. Also zum nächsten werden wir ein bisschen anders starten. Ein bisschen Kleingeld verdienen mit unseren Feldern hier. Kommen wir gar nicht ran an den guten, dann müssen wir von oben ranfahren, oder? Wer hat denn hier die Gräben gemacht? Aber einen kleinen Zugang zum Feld. Ah, hier oben.
So. Los. Na. Kühe haben genug Futter, ne? Wasser ist schon wieder knapp. Ja, knapp ist gut. Noch 0,7 Jahre, ja. Grasfelder, haben wir noch Grasfelder zu kaufen? 24. Die 12 ist Gras. Wäre praktisch, ne? Aber, bestimmt. Und erntereif. Oh, und erntereif. Was kostet 12? Eine Million. Da müssten wir uns ein bisschen verschulden. War aber keine Zeit. Ja, das ist ja typisch. Darlehen. Brauche eine Million. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. So. Für eine Million, ne? Ja, ja. So. Ja, wir mal Gras mähen, ne? Gewicht legen wir hier ab. Was sollten wir gestern noch nicht, wo wir gelegen hingelegen haben? %4,9%, das geht noch. Gutes Stück. Ein paar Dinge. Weil das nicht mehr neun, das geht. So, geht ab zum Feld Nummer 12. Mein Filter will eigentlich gleich. Müssten wir eigentlich zwei Fahrzeuge nehmen. Wieder Verband arbeiten. Fahren wir einen hin. Im Grün werden wir noch ein bisschen Bäume pflanzen. Oder wir mähen das einfach so durch, ohne Schwatten. Und Schwatten extra. Aber ist auch Blödsinn. Ja, da fällt es drum. Da ist er schon. Baut noch einen Traktor. Oh, wir haben ja einen, müssen nur von den Baumpflanzen wegnehmen. Aber zwei sind aktuell beschäftigt mit. Verband muss das so funktionieren, dass wir da beide da haben müssen. Dass die kurz hintereinander arbeiten können. Den kann ich dafür auch nehmen.
So, wo haben wir das? Ah, das haben wir sogar in unseren Schuppen. Das passt haarscharf, ne? Ich darf schon mit Luft rauslassen. So, der nächste, dann können wir da lang fahren. Da bin ja gespannt, wann das wächst. Also heute Nacht werden wir näher, im Dunkel ist näher spulen. Auf 60 oder 120. Eher 60. Und dann schauen wir weiter. Aber aktuell haben wir genug zu arbeiten. Also können wir ja die Ballen wieder einsammeln. Und dann können die entsprechend oh, da haben wir Flieger gemacht. Oh. Aber noch gar zu gerettet. Ich dachte schon, wir sind sterben hier. Im Wald. Einsam. Da sind wir. Wir haben einen Kurs regenerieren. Zwei Fahrzeuge. Generierung. Nicht. Nix. Die Arbeitsbreite passt. 12. Vorwende haben wir. Das wären insgesamt 4. 3 Meter, das ist ja Quatsch. Wenn wir da sammeln, ne? Von 3 Meter noch was? Ja, sieht schon besser aus. So, dann wäre der links. Starten wir den zweiten, kopieren wir ganz kurz. Neun Meter, was ist es? Dann bist du rechts, genau. So, ganz kurz starten. Oh, gefährlich. Gefährlich. Ah, schön geschärft, ne? Kurz überwachen, ob alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Alles richtig. Müssen wir gleich überspringen auf den zweiten.
aktiviert, dass sie nicht über den Haufen fahren. Zumindest nicht mehr überholen. So, dann brauchen wir noch einen Traktor. Foto. So, 40 Minuten, sagt er. Habe ich weiche Ecken gemacht oder scharfe? Und hier ist fast perfekt, weil hier nämlich kein Graben ist. Ich meine, mein Graben kommt auch klar, das ist das nicht. So, jetzt gehen wir bei und... Macht auch die Kurve so schön. Ups. Mal schauen. Ist er auch bei? Der braucht noch 5 Minuten noch. Tja, den mal schnell den letzten Bäume pflanzen. Dann haben wir den zum Pressen nehmen. Ob die Kiste nun verschwindet, weiß ich nicht. Letztes Mal ist sie nicht verschwunden. Oh, das ist ärgerlich, ne? Aber anscheinend soll ich stören. Jetzt haben wir kurz vor 7 Uhr. Also Gras mähen, Ballen pressen. Holz ein Stück. Kriegen wir die Ecke noch nicht mehr rein. So, hochklappen. Zum Glück können wir die ersten Bäume über den Haufen fahren. Anführungszeichen. Den ersten machen wir hier rein, in die Ecke hier, in die kleine Kurve. Dann nur noch 12 Stück. Und dann haben wir auch genug gepflanzt. Ich gehe davon aus, dass wir keine mehr pflanzen werden und keine mehr abernten werden. Aber. Das weiß ich noch nicht. Also wir brauchen 5 Jahreszeiten. Mindestens. So, eine Arbeit ist fertig. Müsste die Kiste gleich verschwinden normalerweise. Tut's nicht. Machen wir schon schnell zurück. Holen wir uns eine Ballenpresse. Ah ja, mal zuerst muss ich den Lohndienstleistung abschließen. Das mache ich zu selten. Der ist fast fertig. Ja, 13.000, 14.000 verdienen. Können wir alles machen nebenbei. Müssen wir noch gleich abschließen. Feld 10. Dünn. Ja, 2 schön gewachsen.
Hier lag ein bisschen, ne? Komisch. 20. 23. Jetzt hörst du 100%. Jetzt nicht. Tja, das muss keiner wissen, warum deshalb, ne? Ich stelle mal gleich hier einen Schuppen rein. Also LS hat keine Leistungsschübe gehabt. Nur der Rest. Irgendwo. So. Die beiden Mähen schön, das ist gut. Ja, Blödsinn, wenn wir den laufen lassen, ne? Der Dünger ist längst fertig, bezahlt. So, das klappt ganz gut. Jetzt wollen wir eine Ballenpresse holen und gleich ein Düngerfahrzeug abziehen. Hinfahren und schauen, dass alles klappt. Aber wir müssen ihn vorbereiten, das heißt ein Fahrzeug hinfahren. Bereitstellen und dann den zweiten auch hinstellen, dass beide parallel arbeiten können. Praktisch, dass sie sich nicht gegenseitig dann eher blockieren beim Querfahren her, wenn sie jetzt die hoch und runter reinfahren und dann der erste macht noch nicht quer, das ist dann Blödsinn. Also müssen wir beide mal da sein, so wie über den Gras mähen, dass da entsprechend die Abstände gering sind. Dann ist die Gefahr einer Kollision gering. Weil die ja prinzipiell auf dem Verband arbeiten, dadurch ist es ganz okay. Und zweitens, wenn die anderen beiden dann angefangen haben, hoch runter zu fahren, dann werden wir einsteigen. Vorher bringt das nicht so viel. Da wollen wir nicht rein. Wir haben die einfach verpasst. Stellen wir hier mal hin. Da suchen wir uns mal einen aus. Ich glaube, das ist der hier. Ja. Den fahren wir jetzt im Hof, oder? Ja, der ist stärker für wegen Ballpressen, muss man einen stärkeren Traktor haben. Da oben ist er genau. Ja, den Abschluss vor allem nicht verstehen. Müsste eigentlich die Hintergrundprogramme deaktivieren. Dann passiert sowas nicht. So, mal sehen, müssen wir. Ja, wegstellen, Düngersteuer. Gleich eben den Kalksteuer hinstellen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Müsste alle repariert werden. Aber das machen wir dann im Winter. 15% geht noch okay. Wird sich bei Feldarbeit
Dann nehmen wir normale Reifung, ne? Da können wir auch reparieren. Tanken müssen wir nicht. Ja, reparieren. Konfigurieren. Standard. Das kostet ja mal nichts, ne? Machen wir noch. Ja, nicht drinne. Doch nicht, ich bin jetzt nicht drinne. Ach, Gewicht ist auch egal. Nicht so wichtig, Gewicht ist nicht so wichtig. So, nächste Ballpresse holen. Auch in so Feld Nummer 12 oder obwohl wir auch Gras drin lassen, das ist immer vielleicht gar nicht so blöd. Dann werden wir gleich nach dem Mähen und Pressen gleich düngen und dann kann das, jetzt haben wir Mitte Sommer, vielleicht im Herbst nochmal mähen. Gras gibt ja rein technisch gesehen öfters. Muss nur genügend Wasser haben, die wächst doch entsprechend. Das wird nur lange vorgelegen. Aber ah, das macht nichts. Komm ich voran, ne? Komm mal Mitte, das heißt. Macht andere noch mal. Bestimmt, ach, bestimmt hier, ja klar, logisch. Müsste eigentlich jetzt die Spur nehmen, die zweite, oder jetzt Mitte vom Bildschirm. Jetzt muss ich doch nicht verstehen, wieso der mit der eine Spur nicht macht. Warum macht er nicht? Dann wird mit dem Ballenpressen warten. Dann kümmern wir uns das nächste Feld düngen erstmal. Darf man nicht so schnell fahren. Wieder die Brücke verpassen, ne? Ja, schon ein bisschen komisch. Jetzt wird lustig. Achso, keine Kollision, das ist gut. Ja, aber trotzdem ist das irgendwie komisch. Das heißt, wir werden mal den nehmen und dann nochmal separat mähen. Rechts.
Dann musst du ja links arbeiten. Hat er das eigentlich getauscht? Den hätte man direkt reinspringen müssen. Halt. Ja, speichern ist gut. Ja, das ist schon komisch. So, meine lieben Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Da seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.